Hallo, heute ein kurzes Video für den Driver vom Team. Der Drive, der Schlag, bei dem der Ball am weitesten fliegt, weil wir den Schläger mit der geringsten Neigung und vor allen Dingen mit dem längsten Stock nutzen. Beim Drive muss man ein, zwei Kleinigkeiten beachten, denn der Driver hat so wenig Neigung, dass man den gar nicht mehr richtig weit schlagen kann, wenn man ihn wie ein Eisen in einer Abwärtsbewegung trifft. Der Driver unterscheidet sich also, und der Driverschlag vor allen Dingen unterscheidet sich, weil ich den Ball nicht in einer Abwärts-, sondern in einer Aufwärtsbewegung treffe. Das Treffen in der Aufwärtsbewegung ergibt sich im Grunde von ganz alleine. Und zwar, indem ich den Ball nicht von der Mitte, sondern auf Höhe der linken Schulter spiele. Manche sagen auch Höhe linke Hacke, auf jeden Fall komplett links von der Körpermitte, also ganz weit links. Linke Schulter finde ich ein schönes Bild. Jetzt ist es so, wenn der Schläger am Ball nicht mehr am Boden ist, sondern schon in der Aufwärtsbewegung, dann ergibt sich dadurch das Problem, dass der Ball vom Boden nicht mehr getroffen werden kann. Und deswegen spiele ich einen Driver immer von einem Tee. Somit auch quasi immer nur am Abschlag, denn das Tee darf ich nicht überall nutzen, sondern immer nur am Abschlag. Wenn jetzt der Ball aufgeteet wird, sollte das so passieren, dass der Schläger, wenn er nun am Ball ankommt, in der Aufwärtsbewegung sein darf und ihn da dann im oberen Teil des Schlägers treffen kann. Das erreiche ich, wenn ich eine Teehöhe wähle, die so gestaltet ist, dass die Hälfte des Balles oberhalb der Schlagfläche ist. Die Hälfte auf, die Hälfte oberhalb der Schlagfläche, wenn der Schläger am Ball steht. Ballposition also komplett links. Ball so hoch aufgeteet, dass die Hälfte des Balles oberhalb der Schlagfläche ist. Und dann im Grunde eine normale Bewegung ausführen. Wieso die Bewegung doch ein bisschen anders ist als beim Eisenschlag, das erkläre ich gleich. Aber einmal vorweg, ein Drive einfach mal in Richtung Ziel. Vielleicht ist euch in meiner Ansprechposition eine Kleinigkeit aufgefallen. Als ich nämlich die Hände und den Schlägerkopf zum Ball gebracht habe, sah das hier oben in meinem Schulterbereich anders aus als beim Eisen. Ein Eisen spiele ich aus der Mitte, da sieht das hier so aus. Wenn ich jetzt aber meine Hände und den Schläger zum Ball bringe, dann ergibt das zwangsläufig dieses Bild. Meine rechte Schulter kommt etwas tiefer, meine linke Schulter etwas höher. Im Grunde ganz logisch, denn meine Hände sind nicht mehr in der Körpermitte, sondern meine Hände sind auf Höhe von dem Ball, also auf Höhe von meiner linken Schulter, auf Höhe von meiner linken Hacke. Und wenn ich jetzt meine rechte Hand von hier nach vorne bringen will, dann geht das nur, indem ich die Schulter ein wenig nach unten bringe. Mein Tipp für diejenigen, die noch kein wiederholbares und gutes Körpergefühl für ein Driver-Setup haben, nimmt eine Standposition so ein, dass der Ball links liegt, bringt den Schläger mit der linken Hand zum Ball und führt die rechte Hand erst jetzt langsam von unten und der Seite zum Griff. Das führt automatisch dazu, dass eure rechte Schulter weiter nach unten kommt und trotzdem die Schulterlinie immer noch zum Ziel zeigt. Ich sehe viele Anfänger, die so etwas machen. Auch jetzt sind die Hände und der Schläger auf Höhe des Balls. Aber die Schultern zeigen in die völlig falsche Richtung, weil ich eben dieses gekippte Gefühl irgendwie nicht zulassen möchte. Wenn ihr aber, den Schläger mit der linken Hand zum Ball bringt und dann, ohne dass die Schulter sich verdreht, die rechte Hand zum Griff führt, dann wird automatisch die linke Schulter etwas hoch bzw. die rechte Schulter ein bisschen tiefer kommen. Damit haben wir ein super Driver-Setup.
Zusätzlich könnt ihr als Idee und als Gedanken, als Gefühl mitnehmen, dass ihr etwas mehr von der Seite auf den Ball schaut, anstatt von oben. Denn der Kopf ist halt hinterm Ball, weil der Ball links liegt. Also, Schläger zum Ball führen, rechte Hand von der Seite zum Schläger führen und sich dann auf dieses leicht gekippte Gefühl einlassen. Hierzu gleich noch ein Abschlusssatz. Ich habe noch zwei kleine Punkte. Einen kleinen Tipp zum Ansprechen, zum Setup. Ihr wisst jetzt, wie der Körper von vorne betrachtet am Ball steht. Es ist leicht gekippt, dadurch, dass die Hände nach vorne kommen und der Ball ist leicht aufgetiet, dass die Hälfte des Balles oberhalb der Schlagfläche ist. Zusatztipp. Weil der Schläger am Ball nicht mehr am Boden ist, sondern leicht in der Luft, macht es Sinn, den Ball beim Driver etwas mit der Spitze anzusprechen. Denn wenn ich jetzt den Schläger ein wenig in die Luft hebe, dann fällt auf, was am Boden stehend noch spitze, ein Spitzentreffer oder wie ein Spitzentreffer wirkt, ist, wenn der Schläger in der Luft ist, ein Treffer mittig auf der Schlagfläche. Also ruhig beim Driver den Ball leicht vorne an der Spitze ansprechen. Wenn ihr das macht, habt ihr auf jeden Fall die Chance, einen Ball schön in der Aufwärtsbewegung zu treffen, ohne dass ihr eure Bewegung anders gestalten müsst. Und das ist jetzt wirklich der Abschlusssatz zu der ganzen Driver-Geschichte hier. Man hört sehr häufig, der Driver-Schwung ist ein flacherer Schwung als der Eisenschwung. Oder ein Driver schwingt man flacher als ein Eisen. Und die eine Aussage ist richtig und die andere ist falsch. Der Driverschwung ist ein flacherer Schwung als ein Eisenschwung. Aber ich schwinge ihn nicht aktiv flacher, sondern der flachere Schwung ergibt sich vor allen Dingen neben dem längeren Schläger, der flacher gebaut ist, genau durch dieses Körpersetup. Denn wenn ich in dieser Position leicht nach rechts gekippt am Ball stehe und nun meine Schultern einfach nur sauber oder mein Oberkörper sauber drehe, also meine Wirbelsäule sauber verdrehe, dann entwickelt sich zwangsläufig ein Bewegungsablauf, der etwas mehr nach rechts führt, also etwas flacher wird. Man sieht bei den Jungs auf der Tour auch sehr gut, dass beim Driver der Kopf aus der Ansprechposition heraus etwas mehr nach rechts wandert im Golfschwung, als er das theoretisch mit einer mittigen Ballposition am Eisen tut. Also durch das andere Setup und durch den anderen Schlägerbau ergibt sich zwangsläufig ein etwas flacherer Golfschwung, obwohl ihr exakt das Gleiche mit euren Armen, mit eurem Oberkörper und mit euren Beinen macht. Es fühlt sich alles ein bisschen anders an, aber die Bewegungen, die ihr ausführt, sind exakt dieselben. Nur das Setup ist ein anderes. Positioniert euch gut, tiet den Ball etwas höher auf, Hälfte des Balles oberhalb der Schlagfläche und Ball links. Und schon seid ihr in der Lage, mit einem und demselben Golfschwung, den ihr auch mit dem Eisen ausführt, einen guten Ball zu treffen. Viel Spaß!